Morgen zusammen. Ja, heute ist mal wieder soweit. In Papenburg ist ein neues Schiff quasi geboren. Jetzt Donnerstagnacht, also von Donnerstag auf Freitag wurde die Iona, wird sie, denke ich, ausgesprochen, ausgedockt. Und die wollen wir uns jetzt gleich mal anschauen in voller Fahrt. Angekommen und wie ihr hier seht, es ist mächtig windig, es ist kalt, aber hinter mir steht sie schon und das ist auch wieder ein richtig, richtig cooles Schiff geworden. Ja, und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Immer spannend die Schiffsdaten. Für mich ja immer ganz wichtig, wie lang und groß ist das Schiff. Je größer, desto besser für mich. Das mit 344 Meter kommt schon ganz schön an das ran, was wir toll finden. Ja, LNG oder Antrieb, das heißt, da wird auch ein bisschen was in Sachen Umweltschutz gemacht, weil das ja immer ein großes Thema ist bei Kreuzfahrten. Und von daher ist das natürlich auch eine feine Sache, wenn ein Schiff dann so angetrieben wird. Wobei ich jetzt sage, ich persönlich gestehe ja, ich suche mir das Schiff und die Reederei, mit der ich fahre, nicht danach aus, ob das Schiff entsprechenden Antrieb hat, sondern schon immer noch, was mir persönlich gefällt. Wobei ich jetzt sage, die Iona sieht sehr schick aus, P&O Cruises, ob das jetzt so unsere Reederei wäre, kann ich jetzt noch gar nicht so ganz bestimmt sagen. Aber an sich schon sehr, sehr cooles Schiff. Und ich liebe ja immer die Bug an sich, besonders hier in Papenburg, wenn man da wirklich so davor steht und das so aussieht, als ob das Schiff hier gleich auf die Straße fährt. Und das ist auch wirklich wieder ein schöner Bug. Es gibt da ja auch solche, die dann eher so bullig aussehen. Diesen finde ich zwar bullig, aber auch ein Stück weit elegant. Also es ist echt richtig, richtig schick. So, und ich bin jetzt richtig positiv überrascht und ganz erstaunt. Normal war hier immer Schluss, das heißt, man konnte fast gar nicht den Bug aufnehmen, ohne dass man jetzt die Zäune davor hat. Da standen dann hier schon teils Ordner und haben gesagt, bis hier und nicht weiter. Und jetzt kann man scheinbar noch ein ganzes Stück reingehen, bis man nicht mehr weiter darf. Und da kann man sich das Schiff jetzt von dieser Seite nochmal richtig cool angucken. Also ich bin gerade schon ein ganzes Stück gegangen und das finde ich mal mega cool gemacht, dass man da so ein bisschen was sehen kann.